Es hat ein bisschen was von Ferienzeit, was uns am Markt gerade blüht. Denn in Amerika, da ist morgen der Thanksgiving Day und dementsprechend frei. Und weil das natürlich traditionell an einem Donnerstag ist, gibt es ein langes Wochenende. Viele nehmen den Brückentag, zumal der Freitag, ja sogar als Black Friday bekannt, die Shopping-Saison vor Weihnachten eröffnet. Also insofern heute sozusagen der letzte wirkliche Handelstag der Woche. Und da wird es jetzt spannend werden, inwieweit die Marktteilnehmer mehr Angst haben vor den bösen Bären. Sprich, dass der Markt mal nach der langen, langen Aufwärtsbewegung, wir sehen das hier zum Beispiel im Dow Jones, hier auf Tagesbasis seit Oktober, Anfang Oktober, ist der Kurs ja mehrheitlich sehr stabil nach oben gegangen. Da kann man eigentlich nicht maulen als Anleger. Ob man mehr Angst davor hat, dass das so langsam aber sicher mal an ein Ende kommt oder ob die Angst überwiegt, um Himmels Willen, ich will nichts verpassen, was den Weg weiter nach oben eben ausmacht. Denn in der jüngeren Vergangenheit war ein Rücksetzer ja schon fast eine Ausnahme und wenn dann sehr, sehr überschaubar. Deshalb heute nicht nur spannend für uns aus Trader-Sicht, sondern auch aus analytischer Sicht einfach mal, um zu gucken, wie ticken denn die Marktteilnehmer. Was schon ein bisschen auffällt, ist, dass der Markt ein wenig nervös ist. Das sehen wir heute Morgen beim DAX. Der hatte eigentlich ganz gut eröffnet mit einem Schub hier nach oben. Anschließend sehr steil erstmal nach runter gekommen. Da ist er kurz erschrocken. Anschließend aber wieder nach oben. Insgesamt so mehr oder weniger, naja, positiv vom Tenor gegenüber von gestern. Allerdings so richtig was gerissen hat er dann im Laufe der Zeit nach dieser Pendelei jetzt auch nicht mehr. Wartet sicherlich jetzt auch darauf, was Amerika macht. Und da können wir uns mal schnell durchsetzen, wie es denn hier aussieht. Gucken wir dazu auf die Futures, damit wir das Vorbörsliche noch ein bisschen mit drin haben. Und je nachdem, wie lange ich spreche, kriegen wir die Öffnung vielleicht auch noch mit. Aber wir sehen schon, dass der Markt hier eigentlich heute im Laufe des Tages mehr oder weniger zur Seite gelaufen ist. Und das ist global so. Ich hatte es beim DAX eben erzählt, auch in China war das so, in Tokio war das so. Obwohl wir in China heute Morgen ziemlich schlechte Daten haben. Und da machen wir einen kurzen Exkurs. Bevor wir gleich wieder auf den Chart gucken, wir hatten also die Industrial Profits in China, die sind deutlich schlechter ausgefallen als zuvor und dementsprechend nicht wirklich eine Hilfe für den Markt. Was auffällig ist, dass die Durable Good Orders, die Auftragseingänge langlegen bei Wirtschaftsgütern, dass die besonders gut ausgefallen sind, nämlich nicht nur besser als zuvor, minus 0,4 war es zuvor, erwartet wurde nur 0,2 im Plus, 0,6 ist es tatsächlich geworden auf Monatssicht im Oktober. Das ist schon ein ganz gutes Zeichen. Und warum ist das so spannend? Na, wenn einer eine Firma hat und er Sachen braucht, dann wird er sich nicht unbedingt die langlebigen Sachen kaufen, wenn er sagt, ich weiß, werde die Firma sowieso abwickeln müssen. Wenn man langlebige Sachen kauft, dann hat man eine Fantasie für die Zukunft. Und je mehr da investiert wird, desto besser ist wohl die Aussicht bei den Unternehmen. Und das scheint offensichtlich ganz gut zu sein. GDP ebenfalls um 14.30 Uhr gut gewesen, sogar besser als erwartet. 1,9 erwartet, 2,1 ist es geworden. Trotz alledem muss man sagen, ist das nicht wirklich im Kurs zu finden gewesen, weil der Markt doch mehrheitlich ja dann doch eher zur Seite gelaufen ist. Also wirkliche, obwohl es ja schon Ausreißer gegenüber der Erwartung sind, wirkliche Sprünge nach oben hat man da im Markt tatsächlich nicht gesehen. Und das ist dann dieser Widerspruch im Moment im Markt, dass wir einerseits hier ja so eine tolle Aufwärtsbewegung haben, der Markt immer noch ja bullisch ist. Aber die Frage jetzt ist, wie sieht es jetzt vor den Feiertagen oder dem einen Feiertag, aber den langen handelsfreien Tagen tatsächlich aus? Wird sich das für heute positiv auswirken oder gibt es mehr Gewinnmitnahmen, sprich Rücksetzer, die den Markt nochmal unter Druck setzen? Das kann man jetzt erahnen, kann man erraten. Ich persönlich bin da eher ein Freund zu gucken, was macht der Markt und dann darauf gegebenenfalls zu reagieren. Und wir wissen, dass zum Beispiel Triggermarken, hier wäre ein etwas aggressiverer Trigger oder so ein Trigger hier oben, als einen möglichen Einstieg dann für die Long-Seite zu benutzen oder umgekehrt, wenn das Ganze sich eben auf der Abwärtsseite dann eben widerspiegelt. Insgesamt also immer noch im großen Bild bullish das Ganze. Wir sehen das. Ich trage seit Tagen hier das mögliche Ende dieser Bewegung da vor mich her. Es macht aber keinen Sinn, hier schon zu shorten, bevor es hier tatsächlich losgeht. Was auffällt ist, dass wir vielleicht immer wieder oder vielleicht ein bisschen häufiger als zuletzt mal deutliche Bewegungen nach unten bekommen. Also die nasse Füße-Saison hat durchaus angefangen und damit rede ich nicht vom Wetter, sondern von der Sorge, um Himmels Willen, das soll doch hier nicht irgendwie was passieren und
hier auf kleiner Ebene sind wir jetzt in der Abwärtsbewegung. Und da empfehle ich in so einem Fall durchaus zu gucken, wo haben wir die besseren, die steileren, die heftigeren Bewegungen, die dann dafür sprechen, dass die eine Seite die stärkere und die andere die schwächere ist. Wenn wir sowas nachher bekommen, dann hätten wir eine echte Aussage. Ob das hier passiert, ob das hier passiert, hier, 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 das wissen wir natürlich alle nicht. Aber wenn so eine schwache Gegenbewegung kommt, dann haben wir einigermaßen Klarheit. Kriegen wir stattdessen so ähnlich wie beim DAX heute Morgen so eine Gegenbewegung mit eher fallendem, ja, dann ist das gleiche Spiel eben auf der Oberseite mit Erwartungshaltung für nach oben zu erwarten. Na, Erwartungshaltung zu erwarten, das ist tautologisch, aber soll uns nochmal bewusst darauf hinweisen, dass wir eigentlich abwarten müssen, was der Markt macht, es aber auch sehen können. Es ist also nicht nur abwarten und nachher langes Gesicht, ja, ich habe es dann wieder verpasst, sondern abwarten und rechtzeitig erkennen, wann da der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Gucke noch kurz auf den Euro gegen US-Dollar. Der ist immer noch stark auf der Abwärtsseite unterwegs. Hier sehen wir das so ein bisschen, was ich gemeint habe, die scharfe Abwärtsseite. Und hier hatten wir das Wackelige heute im 15-Minuten-Chart, so im späten Vormittag bzw. in die Mittagszeit. Und jetzt scheint sich der Kurs ja offensichtlich genau in Trendrichtung nach unten wieder fortzusetzen. Das ist so ziemlich das Bild, was wir eben beim Nasdaq mal provisorisch vorgeschlagen hatten. Ob das so kommt, wissen wir nicht. Aber man kann das schon relativ leicht auseinanderhalten, so eine Bewegung und so eine, und hat dann auch eine direkte Handelsanweisung, was man da tun kann. Ansonsten Handelsanweisung, soll man in Gold gehen vorher? Im Moment wird das wohl weniger angesehen. Ich persönlich sehe eigentlich oder würde es lieber sehen, wenn der Kurs das Tief noch mal einmal durchstößt hier. Dann wären wir noch mal unter der 1445er Marke in etwa. Dann hätten wir ein neues Tief und dann wäre unser Trigger nicht mehr hier oben, sondern dann auf diesem Zwischenniveau. Man kann es hier ungefähr erahnen, das ist in etwa jetzt 1480. Bitte selber noch mal nachmessen, aber ungefähr über diesen Zwischenhoch, das wäre dann die entsprechende Marke, um dann long zu gehen, wenn er vorher noch mal tiefer war. Warum? Weil damit dann das, was hier startet, ein echter Start ist und nicht wie hier quasi ja schon rechts vom Tief, sage ich immer, also auf der aktuell schon Aufwärtsseite ist. Dann hätten wir nämlich hier kein Zwischenhoch, sondern ein echtes Hoch, und das ist meistens gar nicht so sinnvoll, hier reinzukommen. So, in diesem Sinne lasse ich Sie jetzt mit diesen Gedanken alleine. Genießen Sie nochmal den Handel heute. Morgen wird es sicherlich dünn werden, weltweit, weil viele Marktteilnehmer sich einfach zurückhalten werden. Gucken Sie, dass Sie heute noch mal ein bisschen was rausholen, was für Sie da passend ist. Überlegen Sie sich, ob Sie die Gewinne, sofern denn hoffentlich welche da sind, laufen lassen wollen über diese längere handelsfreie Zeit oder handelsdünne Zeit mit dem Brückentag am Freitag, oder ob da doch eine Gewinnmitnahme vielleicht auch noch eine Option ist, um einfach ein bisschen was schon mal sicher im Sack zu haben. Alles Gute!